Thank you.
Thank you.
Thank you.
vorstellen, da werdet ihr nochmal staunen. Aber ihr wisst ja, wieso das Ganze entstanden ist, Wien tanzt mit Ukraine. Also der Krieg hat uns hierher gespült, ich bin auch aus der Ukraine, also ich wohne dort. Und es hat uns natürlich, wir waren immer verbunden mit der Ukraine, wir Stunden, jeden Tag hören wir stundenlang die Nachrichten und sind sehr damit befasst. Und ich möchte gerne, dass wir einfach, wir wissen, darüber wird gekämpft für ganz viel und da wird gestorben auf allen Seiten. Und es ist einfach ganz, also wir wollen einfach jetzt vielleicht mit euch einfach eine Minute darüber, daran denken. Und dann stelle ich euch mit. Aus Tirol. Mama aus Afrika, Senegal. Papa aus Wien. Bruder und Schwester und Kind aus Ukraine. Ich bin auch geboren in Spanien und bin aber seit meinem zweiten Lebensjahr jetzt 65 Jahre in Wien. Ich bin die Sigrid und ich bin eine echte Wienerin. Ich bin in Böhmen geboren, wie Sie es gehört. Ich bin Katalin, bin 70 Jahre alt, komme aus Ungarn, lebe und arbeite seit 50 Jahren hier. Und macht mir unglaubliche Freude, mit zu wirken, ganz wenig für Rassismus beizutragen, also gegen Rassismus und gegen Krieg. Und wenn jeder nur so wenig beitragen würde, dann wäre das ein Paradies. Я з України, я з міста Дрогобич, я живу на Львівській області. Hi, I'm from Ukraine. I'm from Drohobych, and I live in the Lvivska Oblast. My name is Anna Natali. I'm coming here from Ukraine with my daughter and son. I feel a lot of pain because of all these events, and I want to say a big thank. A big thank you to all Viennese people for your support and your big, really hard thank you. Buonasera, mi chiamo Abu, sono senegalese, vivo in Italia. Grazie. My name is Lamine Kamara. I come from Guinea-Conakry. Thank you. Ich bin die Edith, ich bin aus Linz. Ich lebe wahnsinnig gerne in Wien und bin viel auf Reisen, komme aber immer wieder gern nach Wien zurück, weil das, was ich in der Ferne suche, diese vielen Menschen von der ganzen Welt finde ich hier in Wien. Und mit denen kann man so toll arbeiten und Projekte machen. Das ist wirklich, ich liebe das. Danke. Ich komme aus der Ukraine, ich bin Akkordeonspieler und danke für Ihren Besuch. Ich heiße Takashi, komme aus Shimanto von Japan, seit 9 Jahren hier in Wien. Jetzt endlich kann ich als Gitarrist arbeiten und
Ja, ich liebe Trinken und wenn wir im Bar uns treffen, ja, mein Lieblingsgetränk ist Rotwein. Vielen Dank. Mit Wurzeln aus, Wurzeln nach Odessa, Petersburg und Böhmen, also Promenadenmischung. Hallo, ich bin Alla, ich komme aus Stadt Odessa. Ich singe, ich glücklich. Hallo, mein Name ist Fahim und ich bin afghanischer Wiener. Ich lebe seit ca. 21 Jahren in Wien, Österreich. Bin ursprünglich in Afghanistan geboren und ich bin sehr froh, dass ich hier ein Teil dabei sein darf, weil es mir sehr wichtig ist, das Gemeinsame, was Ukrainer und Afghanen auch verbindet, nämlich durch Kriegserfahrung und Flucht. Und ich bin froh, dass ich diese Möglichkeit habe. Danke. My name is Valentina. I am teacher dance. З Кривого Рогу. Це рідне місце нашого президента Володимира Зеленського. І ми разом йдемо до перемоги. My name is Liu Hong. I'm from Beijing, China. I'm now a PhD student in University of Vienna. I have been living in Vienna for 7 years. And she has a son, and the son died 16 years ago, and when we rehearsed 2 weeks ago, she said, can I please not come to the rehearsal? I would like to dance for my son in the Prater. I said, of course. So I said, what did you do? I danced. And I said, well, why can't you dance? Would you like to dance the dance you did with your son with us? Oh, it has nothing to do with the show. I said, well, you're a mother, you lost your son, and the dance helped her. And so that's why she did the dance for her son today. Ich bin Ola von Herne. Ich komme aus der Ukraine, ich bin auch Flüchtling, ich wohne in Odessa. Ich arbeite an der Oper, mache moderne Tanzchoreografien, die ersten in Odessa. Und wir sind, glaube ich, wir leben in einem sehr historischen Moment. Und wir sind sehr glücklich, dass wir etwas tun können. Denn als wir geflohen sind, war das ziemlich unerträglich, das zu hören. Wir haben alle stundenlang, 7 Stunden am Tag am Telefon gehangen und alle Videos gesehen. Vielleicht haben Sie, Ukrainer, auch gesehen, dass einige Szenen passiert sind. Das sind historische Momente. Zum Beispiel dieser hier. Erinnert ihr euch? Da geht ein Tank, ein russischer Tank kommt und das Dorf kommt ihm entgegen. Bis zum Tank und der hält, der Tank fährt zurück. Das ging ein Video viral, habe ich gesehen und daher kommt diese Szene. Zum Beispiel und natürlich Kidnap und so weiter. Also wir möchten gerne was beitragen und es war so toll. Ich habe so gelitten auf der Flucht und dann kamen wir hierher und hier war Support for Ukrainian Artists. Also Wien und der Bund fördert Kunst aus der Ukraine. Und da wusste ich sofort, was ich machen will. Das war ganz klein. Eine Sekunde wusste ich das. Und dann will ich euch echt sagen, müsst ihr mir glauben, dass die Buntheit, also ich wollte gerne afrikanische Trommler haben, ja, weil ich Trommler brauche. Das war eine Entscheidung. Und alles andere ist total einfach passiert. Da war keine Manipulation, die habe ich einfach zusammengewürfelt und das ist die Mischung. Genau, und ich glaube wirklich, dass der Beitrag, wenn ich sage, wir sind historisch in einem Moment, dass es in der Zukunft darum geht, dass im 21. Jahrhundert wir alle lernen, wie man mit Fremdheit umgeht. Und das ist ein ganz tolles Potenzial. Und Fremdheit, hinterm Fremden ist der Freund, aber man muss ein bisschen was machen. Und Fantasie hilft halt da sehr gut.